Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Expertentalks von Kommunalnet. Heute mit Daniela Fritz von A1. Es geht um den A1 Digital Campus. Herzlich willkommen. Frau Fritz, was ist der A1 Digital Campus genau und seit wann gibt es diese Initiative? Den A1 Digital Campus gibt es schon seit 2011, also schon sehr, sehr lange. Wir sind die größte Bildungsinitiative, private Bildungsinitiative Österreichs mit einem sehr breit gefächerten Workshop-Angebot. Wir unterrichten Kinder, Pädagoginnen, Jugendliche, aber auch Eltern zum Thema digitaler Grundbildung. Das heißt, also wir haben Themen, also Workshops wie Coding, Engineering, Robotics, aber auch Medienkompetenzen sind uns sehr, sehr wichtig, um eben die Schulbildung bzw. das, was aktuell in Schulen unterrichtet wird, zu ergänzen. Sie sind ja mit der Initiative auch in ganz Österreich unterwegs. Wie funktioniert das genau? Wo und wie kann man sich dafür überhaupt anmelden? Die Anmeldung ist sehr einfach über unsere Homepage a1digitalcampus.at oder digitalcampus.at. Und wir haben einen physischen Campus in Wien im 2. Bezirk. Dort kommen die Schulklassen vorrangig eben aus Wien, Niederösterreich und Burgenland. Sind auch sehr froh, dass wir dort so einen kleinen Hafen für die digitale Bildung geschaffen haben. Da das aber nicht für alle Schulklassen und Pädagoginnen möglich ist, haben wir auch Online-Kurse, die wir anbieten, also für jetzt Schulklassen in ganz Österreich und in den Regionen, wo wir nochmal sehr speziell dann in die Klassen auch kommen. Das heißt, von fast ganz Österreich sind wir da unterwegs. Da können sich die Pädagogen und Pädagoginnen bei uns melden und wir setzen das dann mit unserem Trainerinnenpool so auf, dass die direkt dann zu den Schulklassen in die einzelnen Städte bzw. Gemeinden kommen. Welche Kurse sind denn am häufigsten gebucht? Was sind sozusagen die Bestseller? Die Bestseller sind vor allem die Kurse, bei denen die Schüler und Schülerinnen, ich sage jetzt mal, Hand anlegen dürfen. Das heißt, eigene Roboter programmieren können. Wir haben allerdings auch 3D-Drucker, das wird auch immer beliebter. Das heißt eben tatsächlich mit einem Stift oder einem richtigen 3D-Drucker und einem Filament kreativ sein, sich austoben können und dann eben auch das Ausgedruckte mit nach Hause nehmen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es in den Online-Schulungen bekommen wir mit, dass Minecraft der Dauerbrenner ist. Und Minecraft ist aber so in den Köpfen, vielleicht jetzt auch von Eltern und Pädagoginnen, negativ angesiedelt mit, das ist der Computerspiel und die Kinder werden reingezogen in das Netz und sie verbringen da zu viel Zeit mit jetzt Online-Gaming. Bei Minecraft ist es aber so, dass es da ganz wertvolle pädagogische Ansätze gibt, dass man Algorithmen erklären kann, dass so die Grundlagen des Programmierens sehr gut vermittelt werden können und dass es da sehr viele kostenlose Angebote auch gibt, dass jetzt immer mehr PädagogInnen und Pädagogen auch für sich dann nutzen können im schulischen Alltag. Gibt es die Möglichkeit, Kurse auch online zu besuchen oder zu absolvieren? Wir haben ein Online-Angebot, wie eben schon erwähnt, für alle die jetzt nicht an unseren Campus in Wien im 2. Bezirk kommen können. Wir haben aber auch speziell für Volksschulklassen ein Programm entwickelt, das CODI 21, das erstmals ein On-Demand-Video-Learning ist. Das heißt, unabhängig von der Zeit können die Pädagogen und Pädagoginnen sich anmelden für 16 Folgen von CODI 21, auch auf unserer Homepage a1digitalcampus.at. Und können unabhängig von jetzt, wie gesagt, unabhängig von Zeit, können sie sich dann diesen Folgen widmen. Sie brauchen keine Vorkenntnisse, sie brauchen lediglich einen Laptop bzw. Beamer in der Klasse und ein Moderatorinnenpaar führt durch die Folgen.
Die Kinder können noch mitmachen mit Stift und Papier, das heißt auch analog mitmachen. Und die Pädagoginnen, also wir bekommen wirklich großartige Rückmeldungen von den Pädagoginnen selbst, dass sie da selbst ein bisschen dazulernen und sie verlieren gleichzeitig diese Berührungsängste für digitale Bildung, weil es aufbauend ist. Also die Folgen 1 bis 16 fangen klein an und gehen, also wachsen dann mit den Kindern und dem Wissen mit. Und somit ist dann in der 16. Folge so ein Grundstock geschaffen für digitale Bildung in der Volksschule, auf dem man dann weiter ausbauen kann. Welche Schulungs- und Informationsmöglichkeiten gibt es denn für Erwachsene, also auch für Eltern und Pädagoginnen? Wir arbeiten da mit unserem langjährigen Partner saferinternet.at zusammen, die uns schon fast 20 Jahre begleiten. Mit denen haben wir ein sehr breit gefächertes Schulungs- bzw. Ausbildungsprogramm auch für Pädagogen und Pädagoginnen geschaffen. Für die Eltern ist es so, dass wir hier sehr spezifisch darauf eingehen, also sehr spezifisch auf die Fragen der Eltern eingehen, Ängste, Wünsche, aber auch natürlich das digitale Zeitalter zu fassen und zu begreifen versuchen für ihre Kinder. Da geht es um unter Anführungszeichen sehr banale Sachen wie das erste Handy, dann aber auch natürlich Verbote bis hin zu, wie kann ich mit meinem Kind über sehr heikle Themen, Sexting, Cybergrooming sprechen und wie kann ich mein Kind auf dieses digitale Zeitalter von klein an vorbereiten. Die Kurse sind sehr wichtig, die sind auch jetzt in einem sehr kleinen und intimen Rahmen bis hin zu großen Elterninfos, mit denen wir an die Schulen gehen und kommen bei den Eltern sehr, sehr gut an, weil die Eltern eigentlich die meisten die gleichen Fragen haben, die gleichen Dinge sie beschäftigen und sie das in dieser großen Runde dann auch sehr gut mitbekommen. Wir sind nicht allein, wir sind alle im gleichen Boot. Für die Pädagogen und Pädagoginnen haben wir sehr spezifische Methoden und Tools, Workshops, die wir breit gefächert von Kindergartenpädagoginnen bis hin zu Sek-1-Pädagoginnen mitgeben, auch mit der BH Wien gemeinsam, wo wir schon sehr lange kooperieren. Und die Ausbildungen, die wir da ermöglichen, zählen auch zu ihrer Weiterbildung. Und da geht es sehr, sehr stark darum, das Integrieren von digitaler Grundbildung und mit neuen Methoden in ihren beruflichen Alltag. Das heißt, da Tipps und Tricks mitzugeben, was könnte für die Kinder interessant sein, was könnte aber eben auch für die Pädagoginnen wichtig sein, wie sie dann digitale Bildung vermitteln. Und wir haben da letztes Jahr im Sommer eine Reihe gestartet, so als Vorbereitung für eben das Pflichtfach Digitale Grundbildung, das wir auch mit saferinternet.at und der PH Wien gemeinsam entwickelt haben und das sehr, sehr gut angekommen ist und das wir fortführen werden.